Hallo und herzlich willkommen bei Lyrelda.de. Wir schauen uns eine weitere Aufgabe zum Funktionsverständnis an, die Sie in baden-württembergischen Abitur vorkommen könnte. Und zwar haben wir eine Funktion gezeichnet. Das soll die Funktion f' von x sein, die in blau gezeichnet ist. Man soll über die eigentliche Funktion f, also die Stammfunktion dieser Funktion, folgende Behauptung überprüfen. Nämlich, ob f bei der Stelle x gleich minus 2 einen Tiefpunkt hat, ob f zwischen minus 3 und 6 genau 2 Wendepunkte hat, ob f im Schnittpunkt mit der y-Achse steiler als die erste Winkelhalbierende verläuft und ob f von 0 größer als f von 5 ist. Wie gewohnt ist es hier am sichersten, wenn wir erstmal die grafische Aufleitung, also die Stammfunktion grafisch bestimmen, also die Funktion f, die Stammfunktion dieser f-Funktion f' ist. Fangen wir also hier ganz links an der Stelle minus 3, setzen wir ganz beliebig, ganz willkürlich 0. Das kann natürlich genauso hier unten oder hier oben als Anfangspunkt setzen. Das ist egal, weil wir ja die Konstante bei der Stammfunktion immer haben, die wir nach oben und nach unten verschieben können. Wie ist die Steigung an der Stelle minus 3? Nun, die Steigung ist ja gerade die Ableitung. Das heißt, die Steigung ist hier ziemlich groß. Die liegt vielleicht bei 5 oder bei 4. Das heißt, die Funktion hier an der Stelle minus 3 geht ziemlich steil nach oben. Wie sieht es aus am Punkt minus 2? Wie ist da die Steigung? Nun, die Steigung ist die Ableitung und die Ableitung hat in diesem Fall gerade einen Wert 0. Das heißt, wir haben eine waagrechte Steigung an der Stelle minus 2. Das heißt, die Funktion flacht ab, bis sie an der Stelle minus 2 waagrecht ist. Genauso kann man sich das vorstellen. Wie sieht es an der Stelle 1 aus? Nun, da hat es die Steigung von vielleicht 4. Das heißt, es geht auch wieder nach oben. Die Steigung wird wieder positiv. Es geht also nach oben. Ach so. Und wie sieht es aus an der Stelle 0? X gleich 0. Ja, da haben wir die Steigung exakt 4, gerade eben war es noch 3, aber das ist auch nicht so wichtig, ob es 3 oder 4 ist, nur eine Skizze. Das heißt, hier hat sie weiterhin, geht sie ziemlich steil nach oben. An der Stelle 1 hat sie die Steigung vielleicht 4,5, das heißt, es geht immer noch ein bisschen steiler. Und dann an der Stelle 2 hat sie wieder die Steigung 2, das heißt, sie flacht ab. Das heißt, sie flacht etwas so ab. Und dann an der Stelle 3 steigt sie immer noch, flacht aber auch weiter ab. Das ist so. Bis an der Stelle 5 den Wert 0 erreicht. Das heißt, sie wird waagrecht an der Stelle 5. Hat dort also einen Bruchpunkt. Und danach, an der Stelle 6 zum Beispiel, hätten wir eine negative Steigung. Das heißt, die Funktion fällt dann recht rapide ab. So etwa. Das muss jetzt nicht genau sein, aber das wäre in diesem Fall f von x. So ähnlich könnte diese Funktion aussehen. Und jetzt können wir uns die Behauptungen anschauen. F hat an der Stelle x gleich minus 2 einen Tiefpunkt. Nun, wir sehen hier, an der Stelle x gleich minus 2 hat f einen Sattelpunkt. Dann wird sie waagrecht und geht gleich wieder nach oben. Das ist kein Tiefpunkt, weil die Ableitung hier nicht durch die x-Achse hindurch nach unten schießt, sondern nur berührt. Wenn die Ableitung nur berührt, dann ist es in diesem Fall ein Sattelpunkt. Also wäre es in diesem Fall falsch, ist kein Tiefpunkt, sondern nur ein Sattelpunkt. Zweite Behauptung, f hat zwischen minus 3 und 6 genau 2 Wendepunkte. Was können wir hier erkennen zwischen minus 3 und 6? Nur der Sattelpunkt, den wir gerade hier gesehen haben, der ist natürlich ein Wendepunkt. Also haben wir hier schon mal auf jeden Fall einen Wendepunkt. Und wir sehen hier, der Übergang, hier hat man einfach eine Rechtskurve, dann haben wir eine Linkskurve und hier wird es wieder eine Rechtskurve. Das heißt, hier irgendwo muss es noch einen weiteren Wendepunkt gegeben haben, weil wir einen Übergang von einer Linkskurve zu einer Rechtskurve haben. Und danach bleibt es weiterhin eine Rechtskurve, ja, durchgehend eigentlich. Das heißt, es gibt keine weiteren Wendepunkte. Das heißt, tatsächlich haben wir zwei Wendepunkte, wie man es jetzt auch noch begründen könnte, weil das heißt ja meistens bei solchen Aufgaben, man soll das noch begründen. Nun, ein Wendepunkt der Funktion f ist gerade ein Extrempunkt der Ableitung. Und Extrempunkte der Ableitung haben wir zwei, genau zwei, nämlich hier bei minus 2 und hier bei 1. Zwei Extrempunkte in der Ableitung heißt zwei Wendepunkte, das heißt, wir haben genau unsere Behauptung. Okay, nächster Punkt. F verläuft im Schnittpunkt mit der y-Achse steiler als die erste Winkelhalbierende. Muss man erstmal schauen, was Sie genau damit meinen.
der Schnittpunkt mit der Y-Achse, das ist hier. Und zu überprüfen wäre jetzt, ob es dort steiler als die erste Winkelhalbierende ist. Nun, die erste Winkelhalbierende, das heißt eigentlich hier diese Funktion. Also gerade die bei den Kästchen diagonal wäre. Und diese erste Winkelhalbierende, f von x gleich x, wäre die Funktionsgleichung davon. Genau diese erste Winkelhalbierende hat natürlich als Gerade die Steigung 1. Das muss man sich merken. Ja, Steigung 1 bei der ersten Winkelhalbierenden. Das heißt, die Frage ist, ob die Steigung an der Stelle 0 hier größer ist als 1. Und wir sehen schon, hier steigt es recht steil an. Es ist also anzunehmen, dass es größer ist als 1. Aber du kannst auch genau überprüfen, wie groß es ist. Nämlich, wir haben ja gerade die Steigung in Form der Ableitung hier stehen. Und wir sehen, die Steigung der Funktion, also die Ableitung, erreicht gerade den Wert 4 an der Stelle 0. Das heißt, das hier ist steiler, es stimmt. Es hat nämlich gerade an der Stelle 0 den Wert 4. Und der ist natürlich größer als 1. So kann man das begründen. Und der letzte Punkt ist der f von 0 größer f von 5, ob das stimmt. Schauen wir uns f von 0 an, das ist hier. Und f von 5 ist hier. Und wir sehen, f von 5 ist größer als f von 0. Also ist das hier falsch herum, dieses Zeichen. Wie könnte man es auch nochmal direkt an der Ableitung begründen? Nun, wir sehen hier, die Funktion zwischen 0 und 5 ist streng monoton wachsend, weil ja die Ableitung in diesem ganzen Bereich nie unter 0 fällt. Wissen wir, streng monoton wachsend. Das heißt, auf jeden Fall muss der Wert, der hier an der Stelle 0 anliegt, kleiner sein, als der an der Stelle 5 anliegt. Also ist es ja falsch, da f von x streng monoton wachsen in diesem Bereich. Also müsst ihr dieses Zeichen genau umkehren, dass es stimmt. So, das wäre eine Möglichkeit, das zu bestimmen. Schaut doch mal auf der Homepage vorbei. Dankeschön.